Morgen und herzlich willkommen bei uns hier in Nottuln in unserem Ausstellungszentrum. Ich hoffe, dass es uns dieses Jahr wieder gelungen ist, ein Programm zusammenzustellen und Referenten für Sie zu gewinnen, die Ihnen etwas Neues und etwas Interessantes, etwas Inspirierendes heute vortragen können. Als Oberthema des Tages haben wir vorgegeben Klinker, Tragwerk oder Tapete. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich heute in fast allen Fällen, in denen wir bauen, die Tapete ist, die Fassade, die wetterbeständige, nachhaltige und auch altersbeständige Fassade, weil es gibt von der Farbe, vom Format, von der Anordnung so viele Möglichkeiten, sich dort kreativ auszutoben. Es geht wie immer, glaube ich, darum, eine Ausgewogenheit zu finden zwischen einer ruhigen und funktionalen Gestaltung und einem gewissen Anteil von Ornamentik. Der Ansatz ist eigentlich, mit einer größeren Sensibilität und auch mit einem gewissen Respekt dem Ort zu begegnen, an dem man baut. I got a little bit obsessed with the brickworks I saw around me. After a while I thought, could brick patterns also work as a kind of underlayer, as a kind of proportion system for making facades. But I really missed the kind of intriguing surface that the brick had 100 years ago in the modern brickwork. So I was really thinking, well, I want to show people again what's hidden in the surface. It was about the human skill of the brick, because we make not anymore bricks by the hand, but we still use them, produce buildings with our hands, and when we look at buildings of brick, we look at the human size of these small elements, and I think these buildings will be more familiar to our nature as human beings. Natürlich spielt der Ziegelbau eine ganz, ganz zentrale Rolle bei der Werkbundstadt. Neben dem Vattenfall-Areal alles wunderbare, zum Teil denkmalgeschützte Fassaden, zum Teil eben sehr massiv gehalten, bei dem Kesselhaus, aber eben auch ganz fein manierierte Fassaden bei den Umspannwerken. Also man sieht eben die Vielfalt, die eben mit dem Klinker erzielt werden kann. Dieses Thema eben die massive Wand herauszuarbeiten mit allen ihren Möglichkeiten, sie tektonisch aufzubauen und zu gestalten und dadurch eben ganz unterschiedliche Mittel der plastischen Durcharbeitung zu finden. Dass es der Firma Hagemeister immer wieder gelingt, herausragende Architekten einzuladen. Zum einen die Atmosphäre, man wird hier also sehr freundlich empfangen. Von der Firma Hagemeister, die besondere Vorträge haben, die lohnen sich immer. Das ist also sehr familiär. Die Frau Dr. Hagemeister macht das sehr interessant, macht einen besonderen Mix. Das ist immer wieder sehr, sehr interessant, einfach da zuzuhören und sich die Projekte anzuschauen, die da vorgestellt werden. Das heißt, Sie kommen nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall. Für uns sehr interessant.